Okay, und jetzt ist Töchter dran. Den Beginn der tragischen Geschichte der Bakers erleben. Also quasi wahrscheinlich den Anfang, wie, ja, sich Jack, Margaret, Lucas zu dem verwandelt haben, was sie dann sind im Hauptspiel. Wollen wir mal reinschauen. Töchter. Unwetter bei der Baker Farm. Vor 3 Jahren waren die Bakers nur eine gewöhnliche Familie. Sie hatten gerade ihr familiäres Abendessen abgeschlossen, den Regentropfen lauschend, die während des Essens gegen die Fenster prasselten. Ein friedlicher und stiller Moment, ihr letzter für eine lange Zeit. Last night spent with my real family. Rekordverdächtigen Niederschläge durch den Hurrikan diese Woche kommen bis morgen früh zum Ende, während der Sturm weiterzieht. Draußen im Golf suchen Rettungscrews derweil die Küsten nach einem vermissten Schiff ab. Nähere Infos über diese Suche in Kürze. Wie Sie wissen, haben die massiven Niederschläge der letzten Tage viele Bewohner in einigen der Gemeinden knietief im Hochwasser gelassen. Auf dem Wetterradar sehen wir, wie der Sturm gen Nordosten zieht und sich dabei abschwächt. Und bis morgen früh Sagen Sie nichts drüber. Marguerite, mach auf! Hab noch einen. Ungewöhnlich. UN-Sicherheitsrat verabschiedet den Antrag, weitere Helfer in Junior zu stationieren. Wie geht's dem anderen Gast? Sie schläft, das arme Ding. Lassen wir sie. Sie können ein paar Tage hier unterkommen, bis wir sie in die Stadt bringen können. Zoe, hol ein paar saubere Klamotten aus der Waschküche. Oh, sieht aus, als hätte es eine Ölpest oder sowas gegeben. Geben wir dem armen Mädchen Evelyn saubere Klamotten und ein warmes Bett. Sie kann in Lucas' altes Zimmer. Ach Mann, kannst du sie nicht woanders unterbringen? Lucas, sei still. Du benutzt das Zimmer schon lange nicht mehr. Ich wollte schon immer eine Pension leiten. Es ist deine Chance, was? Bring sie ins Bett. Ich mache eine Suppe fertig. Eine echte Suppennacht, meinst du nicht? Entschuldige, Lucas. Lucas. Guck mal an. Das sind sie alle noch normal. Das ist eine ganz normale Familie. Was? 1019? 1019. War das wichtig? 1019. Lecker. Warte, das schreibe ich mir jetzt auf, warte. 1019. Bring ihr ein paar Klamotten, bevor sie den Mist überall in meinem alten Zimmer verteilt. Ja, Lucas, entspann dich. Margaret? Guck dich mal an, ey. Und hier ist alles, naja. Okay, es ist vielleicht früher auch schon nicht so sauber gewesen. Also es schaut schon immer creepy aus, aber immerhin hier, das Pendel ist noch da. Ach, krass. Draußen schüttet's. Ist ja schön. So friedlich, angenehm. Was haben wir hier? Jack, ich habe im Wohnwagen für unseren Gast ein Bett hergemacht. Ich habe ihr gesagt, sie kann das alte Schlafzimmer haben, aber sie hat darauf bestanden. Margaret, das wird Mia sein, oder? Das wird wahrscheinlich Mia sein. Also Lucas chillt hier noch ein bisschen mit seinem Handy. Hört sich Nachrichten an. 26.10. Hochzeitstag. Und was haben wir heute? Da sind saubere Klamotten in der Waschküche, Schatz. Ich schau gleich mal. Warte noch. Einkaufsliste. Eier 4, Speck 2, Milch 3, Waschmittel, Jack Brillentücher, neue Unterwäsche, Lucas Kondensatoren, Flashdisk, Zoe Rasierschaum. Okay, also noch eine ganz normale Shoppingliste. Ja, gleich. Hier guck mal im Kühlschrank auch noch normales Essen hier, keine Gedärme. Ja, da könnte ich mich echt wohlfühlen. Hier bleibe ich. Guck mal an. Süppchen. Zoe, sie kann nicht in den dreckigen Sachen bleiben. Ja, das haben wir ja gleich. Sag doch mal, entspann dich. Die Luke ist auch noch offen. Oh, guck mal, wir haben Feuerzeug. Zoes Lieblingsfeuerzeug. Das hatten wir im Schlafzimmer mit Nancy. Okay, wir könnten jetzt hier nach unten gehen rein, theoretisch. Warum auch immer. Hier hinten dieses Versteck gibt.
ist immer noch. Halt so ein kleiner Abstellraum. Da sind saubere Klamotten in der Waschküche, Schatz. Ja, ist ja gut. Okay, wir gehen ja schon. Muss ich mal entspannen. Die Treppe ist noch ganz. Ach, wie krass. Erstmal ein bisschen umschauen. Ich meine, wir wohnen ja hier. Der Hammer. Das ist ja krass. Also wir gucken uns erstmal ein bisschen um die Garage. Aber ich bin schon mal beruhigt, das schaut also damals auch schon recht creepy aus. Wir können da auch reingehen. Okay. Was? Okay. Was haben wir denn da? Das Seil sieht robust aus. Daddy liebt dieses Auto. Er würde wütend, wenn jemand anderes damit fährt. Ja, das ist auf jeden Fall ein krasser SUV. Holy. Und 3 Jahre später sind wir dann hier drin mit Jack gefangen und versuchen ihn fertig zu machen. Das. Die Leiter ist auch noch nicht da. Die. Das ist nicht der richtige Weg. Gut. Zumachen ist nicht. Na gut. Gehen wir mal weiter. Können wir jetzt wirklich im ganzen Haus rumgehen? Ich sprinte jetzt mal. Wie haben die das denn geschafft, hier diese Treppe einstürzen zu lassen, frage ich mich. Die ist ja richtig robust gemauert auch. Ja, okay, das ist natürlich unser Missionsziel, deswegen gehen wir da jetzt erstmal nicht hin. Vielleicht können wir Mia besuchen. Wie cool wäre denn das? Ja, es ist ja heftig. Ist einfach alles noch so unberührt. Der Lukas. 2013, das kennen wir schon, das Bild. Das ist eine richtig schöne Familie. Ist auch noch nichts irgendwie zu verbalkadiert, zugenagelt. Ja, rausgehen ist halt nicht, weil Regen. Warum sollten wir auch? Von der anderen Seite verschlossen. Okay, da geht schon mal nicht lang. Na gut, dann schauen wir eben mal in die Waschküche. Die Frage ist, soll ich auch mal unten drunter schauen in diesen geheimen Durchgang? Jetzt gucken wir erstmal hier rein. Was haben wir da zu tun? Das Fenster im ersten Stock reparieren, mit Sperrholz zunageln, später den Glaser anrufen. Lukas Geburtstagsgeschenk, Elektrowerkzeug, Zoe danach fragen. Im ersten Stock ist ein Fenster kaputt, okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Haben wir hier? Nichts. Das ist halt krass, weil eigentlich hat ja die Familie, als sie infiziert war dann später, hat sie ja noch weiter gelebt. Also ganz normal im Haus. Sie sind hier rumgelaufen, haben ihr Zeug gemacht, gekocht, auch wenn nicht mehr ganz so normale Sachen. Aber das ist halt jetzt auch mal krass, das so zu sehen. Saubere Kleidung für Evelyn. Die Kleine. Wir gucken jetzt mal hier runter. Warum ist dieser Tunnel offen? Können wir Mia von hier irgendwie beobachten? Schüttet draußen. Boah, wie dunkel es hier ist. Wir haben keine Taschenlampe oder so. Es nutzt auch nicht hier Feuerzeug. Übel. Hier ist ein bisschen Essen. Wieso verteilen die denn hier Essen? Dietrich. Oh. Oha. Okay. Ja. Ist okay. Nehme ich mit. Hat sich schon gelohnt, dass wir hier runtergegangen sind. Können wir nämlich den hier machen. Und hier aufmachen. So. Was haben wir da? Eine Glasflasche. Da könnte man sich schlimm dran schneiden. Lass den Schub mal offen, wer weiß. Geh und bring dem Mädchen saubere Kleidung. Mach ich, Margaret. Margaret? Danke.
Der Lukas ist hier immer noch. Okay. Na gut, wir schauen mal nach oben. Hier ist zugemacht. Ey, das ist ja echt schön. Hier so ein bisschen Zeug in der Schüssel. Boah, hier die Vinylplatten. Schlafzimmer. Genau. Wo schläfst denn du? Das Badezimmer hier. Ah, hier bräuchten wir auch nochmal einen Dietrich. Okay. Da finden wir ja nochmal einen. Hier alles noch normal. Hier ist halt auch noch normales Wasser drin, ne? Nicht irgendwie so diese Schimmelscheiße. Hm. Könnte es nicht einfach jetzt immer so schön bleiben? Ohne irgendwelche Probleme. Ich habe jetzt schon Angst. Huch, was ist denn das? Da könnte man etwas festbinden. Okay. Da finden wir hier irgendwo einen Dietrich. Hätte ich nichts gegen. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Okay. Einfach nur ein bisschen Müll. Eine leere Schublade. Okay. Großmutter, das ist ja hier oben, ist das Zimmer der Großmutter. Aber die Großmutter ist ja Evelyn. Ah, jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn das dann für ein Zimmer? Einfach unbeschriftet, okay. Warte mal. Mit dem Trenchcoat ist ausgeschnitten, als wird da jemand stehen. Niemand hat das Geschirr weggeräumt. Gabel. Also wir haben rein theoretisch schon ein paar Waffen gefunden. Wir könnten diese Gabel dann nutzen. Unten diese Flasche. Okay. Den Stock. Na gut. Mehr scheint es hier dann erstmal nicht zu geben. Wir denn da? Was ist denn das Geld? Die Nägel scheinen lose zu sein. Aber wahrscheinlich können wir dann hier das Fenster aufreißen und nach draußen. Ja, da brauchen wir vielleicht die Gabel zu. Scheint realistisch. So, die ist hier in dem Zimmer. Das ist Lukas Kinderzimmer. Da gehen wir da noch nicht rein. Erst noch die mal. Ja, wobei, es geht gar nicht weiter, ne? Hier ist alles zu. Jetzt auch zu. Na gut, dann besuchen wir eben mal die Kleine, die Jack gefunden hat. Schatz, bitte mach sie sauber und zieh ihr trockene Sachen an. Ich muss mir das Bootshaus ansehen. Es stand schon halb unter Wasser. Ja, Daddy. Boah, die sind alle so lieb, so. Ach, das ist so schön. Huh. Sorry, wollte ich gar nicht. Marktcheck voll. Ja. Das ist ein Loch in der Trophäe. Also hat Lukas den Schalter noch gar nicht fertig gebaut. Okay. Ich will gar nicht zu Evelyn gehen. Ja, dann passieren auch nur schlimme Dinge, ist doch sicher. Na gut. Sie ist ein kleines Mädchen, was soll denn passieren? Hm, alles gut. Hier, ich habe dir neue Klamotten gebracht. Schau mal. Okay, Kleine. Machen wir dich sauber. Hm? Sie gehören mir. Was? Evelyn? Daddy? Ist der Strom ausgefallen? Ein Blitz eingeschlagen? Oh nein. Es war alles so schön. Es war so schön.
Wieso? Wieso machst du sowas? Ich wollte dir doch nur Klamotten bringen. Wo ist sie jetzt hin? Die Tür hab ich offen lassen, ne? Ich warne dich, wenn du mich jetzt hier plötzlich jumpscarst. Okay, ich glaube, hier ist sie nicht. Gut aus. Mal weiter. Da läuft jetzt blau aus der Tür. Wo ist das kleine Mädchen hin? Einfach mal reinschauen. Und jetzt haben wir nur Licht an. Okay. Wird nach unten gegangen sein, oder? Was war das? Oh nein, ey. Wieso geht's denn jetzt schon wieder von vorne los? Lucas? Margaret? Seid ihr denn? Lucas! Alles okay bei dir? Was ist los? Lucas? Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Was zum Teufel ist hier los? Nein. Margaret. War das Margaret? Hat Margaret dir das angetan? Der Arme. Der Tisch, hat er irgendwo sein Handy hingeworfen? Guck mich nochmal ganz kurz um. Fernbedienung hier. Es war alles so schön. Es war so friedlich. Alle haben sich verstanden. Aber nein. Wir müssen natürlich gleich hier wieder Horror machen. Soll man aber wissen, dass ich mir jetzt hier die Glasflasche hole. Ja, natürlich kann ich mir die nicht holen. Ist klar. Wir müssen jetzt hochgehen und Margaret besuchen, oder was? Ist doch ein Witz. Jetzt ist weg. Ich weiß. Ich weiß. Alle sind willkommen. So viel. So hübsch. Margaret? Da ist Margaret. Alle sind willkommen, was sie da schon redet. Margaret. Mama, bist du das? Ist alles okay? Hey. Zoe, komm, was war schau. Das? Schau ihre Gabe an. Margaret, schau was los? Schau all die Hübschen an, die meine Kleine mir gegeben hat. Küss mich, Liebste. Was zum Teufel? Geh zur Garage. Oder zeig mich. Jetzt, los. Was? Schnell! Wir müssen Sai holen. Jack ist noch normal. Er hilft uns. Hä, wir haben doch schon aufgemacht. Was ist denn hier los? Was? Der kam gerade 1000 Füße aus ihrem Mund. Komm schon, hör auf jetzt. Schnell. Hier das Seil. Okay. Ich komme. Schnell, 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 schnell. Komm, halte durch. Bitte, bitte, halte durch. Bin schon da. Jack. Hör auf!
Keine Sorge. Es ist viel schlimmer, als es aussieht. Sauberkeit kommt gleich nach Gottes Wort. Meine Mutter ist gerade nah dran, ihn zu treffen. Ich will, dass ich das mache. Ich muss euch zeigen, wie er geht. Sie will, dass wir ihr alle unsere Liebe zeigen. Daddy! Du willst sie doch nicht enttäuschen, oder? Das dürfen wir nicht. Von wem redest du da? Deiner neuen Schwester Evie. Wenn ich nach einem Seil frage, erwarte ich ein Seil. Ich muss dir wohl... Ich hab dir noch ein Seil gebracht. Oh, Daddy, Scheiße. Was ist denn nicht gefahren? Solange du unter meinem Dach bist, tust du, was ich sage. Hörst du? Geh weg! Okay, warte. Okay. Ja, wir holen uns die Gabel. Ich muss hier irgendwie raus. Okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Zoe, mach diese Tür auf! Komm schon. Geh weg! Mach. Jack, du kannst mich mal. Mach jetzt. Du kannst mich nicht raushalten. Komm schon, komm schon, komm schon, du bist raus. Es ist geschafft, oder? Jack hat sich verwandelt. Nein! Als ob so alles begonnen hat. Jack wollte Margaret aufhalten und mir helfen und ist deswegen verwandelt worden. Okay. Wir schauen einfach mal nach unten. Aber hier geht's ja nicht weiter, ne? Die Tür ist... Er greift gerade Lucas an. Sollen wir Lucas helfen, oder? Ich glaube nicht, ne? Ich muss hier raus. Margaret. Komm raus und triff sie, Zoe. Oh nein. Ich muss zur Haustür kommen. Oh nein! Hat sie mich gesehen? Nein, oder? Alles gut. Sie stört sich noch an diesen Viechern, die um sie herum fliegen. Okay. Alter, was? Bist du da? Aber wie soll ich das denn schaffen? Warte, wo muss ich denn aus dem Haus fliehen? Ich muss da hinten zur Haustür. Zoe, du machst mich noch wütend. Alter, die ist ja mal richtig on fire, wie schnell die ist. Oh mein Gott. Wie soll ich es denn zur Haustür schaffen? Ich mag keine Schleicher. Ich schleich doch gar nicht. Ich glaube, dir geht's nicht so gut. Komm schon. Evelyn hat mich Mami genannt. Oh, ist das nicht süß? Ja, zu mir war sie nicht so nett. Wo ist sie hin? Du wirst eine kleine Schwester haben, Zoe. Wie komme ich an der vorbei? Alter, Margaret. Ich muss mich, glaube ich, ihr... Also ich muss sie offensiv... Ich muss mich ihr zeigen. Und dann muss ich zur Tür laufen und hinter mir zumachen.
Oh, hat sie mich gesehen? Nein. Alles gut. Alles Zoe? Gut. Oh, Scheiße. Ich weiß halt nicht, wie ich das... Ich mag keine Schleicher! Okay, warte. Siehst du einsam, Zoe? Und wir müssen sie beschützen. Alles gut, alles gut. Jetzt warten wir, bis sie in den kleinen Raum geht. Oh Mann, ey. Sie ist ein süßes kleines Ding. Bist du dir ganz sicher? Siehst du einsam so? Und wir müssen sie beschützen. Da ist die vorher aber nicht hingegangen. Die hat jetzt einen neuen Laufweg. Zoe? Hat sie mich gefunden? Nee. Zoe? Nein, 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 Mama, 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 alles gut, alles gut. Lass mich raus. Da fehlt ein Hundekopf. Bist du da? Zoe! Alter! Wo finde ich denn den Hundekopf? Zoe! Alter, diese... Du machst mich noch wütend! Leck mich mal. Entriegelt? Tut mir leid, ich weiß nicht was. Mit mir nicht stimmt. Geh bloß weg. Fass sie nicht an. Tu meiner Familie nichts. Ich verstehe nicht, Mama. Was ist los? Hier, nimm ihn. Nimm ihn. Margot wehrt sich nur. Keine Sorge, Margot. Mama. Ich gehe Hilfe holen. Mach die Tür zu. Margot wehrt sich noch. Sie ist noch nicht vollständig infiziert. Was für einen Schlüssel hat die uns gegeben? Autoschlüssel. Oh, okay. Frage Warum ist nur... Warum passiert das? Ist Jack noch Nein. oben bei Lucas? Ich hab dich gefunden. Schluss. Oh mein Gott, die sind ja mal beide so pisst. Kommen die hinterher? Nein. Was? Was ist denn das, ey? Daddy. Die wehren sich noch irgendwie, aber... Es reicht nicht aus. Aber hier unten sind wir sicher, so wie es ausschaut. Und es ist mein schlimmster Albtraum, der gerade wahr wird. Margaret und Jack gleichzeitig, die hinter uns her sind. Schnell nach unten, schnell nach unten. Wo ist die Luke? Wenn jetzt hinter mir Margaret ist, ey. Wir können die Glasflasche nicht nutzen. Ich dachte, das ist eine aktive Waffe. Okay, das ist natürlich dann gar nicht gut,
zu mir. So egal, was ich meiner Mutter da gerade mache. Er kam 1000 Füße aus dem Mund. Also nein. Oh nee, es fängt wieder an. Wieso? Es ist so traurig einfach. Auch mit der Musik. Zoe erlebt halt gerade einfach mit, wie ihre ganze Familie kaputt geht. Wo läuft Jack gerade rum? Wir müssen es in die Garage schaffen. Wir müssen es irgendwie in die Garage schaffen und dann zum Auto. Wo ist er denn? Was fällt dir ein, Zoe? Du gehst nirgends hin. Okay. Du bist nicht schlau genug, dich vor mir zu verstecken. Der steht direkt neben mir am Gang. Bitte. Bitte nicht. Boah, es ist so übel. Schatz! Ich weiß, wo du bist. Komm jetzt raus. Ich werde nicht wütend sein. Alter. Wir müssen runter in die Garage ans Auto. Scheiße! Bist du da? Wie schön! Nein, ich bin's nicht, hast du dich geirrt? Nein, hier ist zu! Nein! Geh weg! Ja! So macht das, wenn man jemanden. Schnell, einfach weg. Wieso ist es nicht offen? So. Oh mein Gott, beeil dich ans Auto. Komm schon. Schnell, Zoe. Mach hinne. Los. Weg hier. Komm schon. Komm schon. Das ist ein Witz, mach an. Los. Evelyn. Willst du deine kleine Schwester treffen? Jetzt bist du einfach unhöflich. Nein. Hast du dich? Alles. Unhöflichkeit. Was? Dies ist eine Möglichkeit, wie Zoes Kampf hätte ausgehen können. Aber selbst ein einziger abweichender Schritt kann manchmal alles verändern. Sie konnten Zoe nicht zum wahren Pfad führen. Oh mein Gott! Was? Ja, wir hätten auf jeden Fall ein Hunderelief gebraucht, um aus der Haustür rauszukommen, aber wo sollen wir das finden? Alter. Also Auto ist nicht die Lösung. Andererseits, vielleicht hätten wir uns nicht von Jack fassen lassen, als wir zum Auto runter sind. Vielleicht hätten wir es ja dann geschafft. Wobei Zoe ja auf dem Anwesen ist, also kann das eigentlich nicht sein. Ich glaube, wir müssen irgendwie den Hundekopf kriegen. Alter. Mach mich fertig. Gut. Schmetterlingseffekt, Errungenschaft freigeschaltet. Ja, das werden wir gleich auf jeden Fall nochmal probieren. Boah.
aber mal ganz kurz durchschnaufen. Go tell Aunt Rhodey. Go tell Aunt Rhodey that everybody's dead. I was raised in a deep, dark hole. A prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. She's done. He'll be torn apart.